herzlich willkommen zu Tag 2 auf der Light and Building. Das ist meine Kollegin Julia Tschetsch. Und das ist mein Kollege Tim Frühling. Und für uns beide stehen heute drei Punkte auf dem Programm. Das E-Haus. Das Gebäude als Kraftwerk. Und Energieeffizienz. Kommen Sie doch mit. E-Haus im Hintergrund und im Vordergrund der Geschäftsführer Technik beim Verband ZVEH, Bernd Dechert. Was können wir vom E-Haus genau erwarten? Ja, mit dem E-Haus wollen wir zeigen, was heute alles in der Gebäudetechnik möglich ist. Das Haus ist komplett vernetzt und damit können wir einen hohen Grad an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz erreichen. Wir stehen jetzt vor der Garage des E-Hauses mit einem Auto drin, aber das ist kein normales Auto. Was hat es denn damit genau auf sich und warum ist da diese große Steckdose? Ja, das handelt sich hier um ein Elektrofahrzeug und was wir hier zeigen wollen ist, das Gebäude selbst ist ja auch ein Gebäude, das Energie erzeugt durch beispielsweise Wind oder PV-Anlage. Durch eine PV-Anlage und wenn beispielsweise genug Strom noch übrig bleibt, den ich nicht in meinem Haushalt verwende, kann ich zum Beispiel das Fahrzeug mit dem Rest des Stroms des Fahrzeugs aufladen. Das Fahrzeug dient beispielsweise hier als Energiepuffer. Dieses rote Stück Stoff sieht aus wie ein Teppich, kann aber deutlich mehr. Es hat ganz viel mit dem Thema Sicherheit im E-Haus zu tun. Herr Dechert, was kann dieses Ding denn ganz genau? Hier handelt es sich um eine Sensormatte. Diese Matte kann erkennen, wenn jemand fällt und auch länger liegen bleibt. Und dadurch kann beispielsweise ein Alarm ausgelöst werden in der Notrufzentrale. Wir können auch direkt mal gucken, wie das aussieht. Wenn ich darüber laufe, dann sieht das Gerät direkt, wo ich bin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem, was das E-Haus alles kann. Hab aber so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das ganze Ding erst richtig bedienen kann, wenn ich ein abgeschlossenes Informatikstudium habe. Herr Dechert, können Sie mir die Angst ein bisschen nehmen? Die kann ich Ihnen gerne nehmen. Also wir haben Wert darauf gelegt, dass die Bedienoberfläche von allen Panels, die wir hier haben, so gestaltet sind, dass jeder dies bedienen kann. Es ist sensationell, was das E-Haus alles kann. Ich bin auch ganz ohne Informatikstudium absolut begeistert. Und danke, Herrn Dechert, dass Sie uns das alles gezeigt haben. Und jetzt sind wir bei einem der großen Schmuckstücke der Light & Building 2012, nämlich bei der Sonderschau das Gebäude als Kraftwerk im Smart Grid. Und ich freue mich hier sehr, dass Herr Jung bei mir ist vom ZVEI. Herr Jung, wäre das für Sie in Ordnung, wenn ich Ihnen mal kurz aufs Dach steige? Gerne, gehen wir aufs Dach. Okay, let's go. Hier geht es ja um die Energieerzeugung am Gebäude. Was haben Sie denn hier für Möglichkeiten? Ja, wir haben einerseits die bekannten Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage, wie Sie sie hier am Dach entsprechend auch sehen. Neu ist sicherlich, dass übliche Windräder heute als Heimwindkraftanlagen auch einspeisen können. Und der entscheidende Puffer ist natürlich auch wichtig, dass Energie eingespeichert oder gespeichert wird. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist heute nicht, es ist windstill und es ist ziemlich frisch, keine Sonne am Himmel. Was mache ich da? Ja, der entscheidende Punkt ist die Energiespeicherung im Gebäude. Die gespeicherte Energie kann man jetzt für zwei Sachen nutzen, nämlich erstens? Die erzeugte Energie in einer Batterie, in einer klassischen Lithium-Ionen-Batterie zu puffern, um damit seine eigenen Geräte, Waschmaschine, Stromheizung, auch Fernseh letztendlich zu betreiben. Okay, erste Nutzung also für Strom und die zweite Nutzung gucken wir uns jetzt nochmal an. So, und dieses Geschoss hier ist jetzt für was gut? Das ist ein Warmwasserspeicher, mit dem ich die eigenerzeugte Energie durch ein Windkraftrad, durch eine Photovoltaikzelle in Warmwasser speichere. Das heißt, mit diesem Warmwasser kann ich dann duschen? Können Sie duschen, aber insbesondere kann man diese Energie, die das warme Wasser natürlich in sich hat, in den Wärmepumpenkreislauf einspeisen und damit heizen bzw. auch kühlen. Das ist ja, um ehrlich zu sein, ein Gerät, das jetzt nicht so erotisch aussieht, oder? Naja, Erotik ist Geschmackssache, aber so ein Teil gehört in den Keller. Da haben Sie recht. Herr Jung, vielen herzlichen Dank für den Rundgang. Das
Leitthema der Messe ist ja Energieeffizienz, ein Thema, mit dem viele komplizierte Fachbegriffe verbunden sind. Und ich bin sehr froh, dass so viele schlaue Leute hier auf der Messe sind, die Sie mir jetzt erklären können, wie zum Beispiel Herr Klein. Herr Klein, immer wieder gehört, Smart Metering, was ist das? Smart Metering ist ganz einfach gesagt intelligentes Messen. Zählerdaten in die Wohnung bekommen. Das heißt, ich kann dann auf dem Bildschirm bei mir in der Wohnung sehen, wie viel Strom ich gerade verbrauche? Genau, so wie Sie es hier dargestellt sehen, ist der Zähler und unter dem Zähler ist ein Datengateway, eine Messeinrichtung und das rote Kabel, was Sie dort sehen, da gehen die Zählerdaten in Ihre Wohnung und Sie können sie ganz einfach visualisieren. Vor allen Dingen, Sie können auch entscheiden, ob Sie Ihre Waschmaschine ein- oder ausschalten. Aber was bringt mir das denn, mir als Verbraucher? Ja, später wird es einmal von den Energieversorgern variable Tarife geben. Dann wird der Strom viel kosten oder weniger kosten. Und dieses Gerät kann dann diese Informationen, diese Aussagen, ob der Strom billig oder teuer ist, automatisch zu Ihrer Waschmaschine leiten und ein- und ausschalten. Vielen Dank, Herr Klein. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Bei mir ist die Leiterin der Light and Building, Maria Hasselmann, und wir waren gerade zusammen in der Sonderschau, das Gebäude als Kraftwerk im Smart Grid. Das war Ihre Idee und ich glaube, Idee greift schon fast ein bisschen zu kurz. Es ist in der Herzensangelegenheit, ne? Absolut, es ist mein Baby. Die Idee ist entstanden in Gesprächen mit den Partnern, mit unseren Kunden, und wir sprachen über die Zukunft, wie sieht die Energiewende aus, und dann ist die EGD geboren, das so in der Form zu zeigen auf der Light and Building. Wie alltagstauglich ist denn das da, was ich jetzt sehe? Es ist ja oft so bei neuen Technologien, wenn man zu früh aufspringt, ist es vielleicht noch nicht ganz ausgereift. Wenn man zu spät aufspringt, ist man einfach zu spät dran und man wird vom Leben bestraft. Ist das jetzt der richtige Augenblick? Absolut. Also das ist eine Technologie, die absolut installationsmarktfähig ist. Also die Hersteller, die können sich auch einzeln in den Hallen finden. Das ist ein Produkt, was am Markt vorhanden ist. Es geht nur, das entsprechend umzusetzen, zu planen und umzusetzen und zu installieren. Die Sonderschau, das Gebäude als Kraftwerk im Smart Grid. Ihr Baby, herzlichen Dank, dass Sie es uns präsentiert haben. Das war also Messetag Nummer 2. Tim, was hast du alles so gelernt? Ich habe gelernt, dass man das fabelhafte E-Haus auch ohne Informatikstudium bedienen kann. Und das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe gelernt, alles, was unerotisch ist, gehört in den Keller. Was machen wir morgen? Morgen heften wir uns auf die Fersen der Architekten hier auf der Messe. Und in dem Zusammenhang gucken wir uns dann auch mal an, was alles für den sogenannten AIT Award eingereicht wurde. Ja, und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen auch wieder mit dabei sind.